Nun, wieder mal ein Video, das nicht mit Ja beginnt. Aber das Ja kommt bestimmt noch, denn das ist so ein Charakteristikum meines Kanals, meiner Videos. Es geht um das Leben, um Yoga und um die Gesundheit. Ja, da ist es. Gerade einen Spruch gelesen oder eine Weisheit, wie auch immer man das nennen mag. Mal gucken, wo ich es, in welche Playlist ich es einsortiere. Und da stand, nur der Baum, der stetig Winden ausgesetzt wird, wird stark. Der Baum, der Mensch, der sich Widerständen entgegenstellen muss, der kämpfen muss manchmal. Oder oft, es ist der, der gefestigt ist, der gestärkt wird. Denn was passiert im Kampf? Man muss sich widersetzen, dass man gewinnt. Immer ist es schlussendlich der Kampf gegen sich selbst, gegen seine inneren Dämonen, Kräfte und die sich dann im Äußeren manifestieren in Form von Widerständen, Krisen, Schicksalsschlägen und so weiter. Und derjenige, der da durchgeht, der immer wieder, wie man so schön sagt, tausend und einmal aufgestanden ist, nachdem er tausendmal gefallen ist, der kommt im Leben weiter. Wer aufgibt, kommt nicht weiter, bleibt stehen. Und so ist es auch im Yoga. Der Yogi wird als Krieger bezeichnet, als Held, der unablässig durchgeht durch die Krisen und dadurch lernt. Das Leben prägt einen dann und man lernt, wie das Leben zusammenhängt, wie die Wege gehen, was zu tun ist, was gut ist für einen, was nicht gut ist, ist bei jedem anders. Widerstände, Krisen, Schicksalsschläge, Krankheiten, wenn man sie als Chance nutzt, kann man wachsen, kann man sich stärken. Aber viele Menschen haben eben diese Kraft nicht mehr, diese Energie, diesen Mut, dieses Vertrauen. Es geht schon irgendwie weiter. Und so geben die meisten auf. Aufgeben im Sinne, man verliert sich in einem, man sagt, normalen Leben, Arbeitsleben, Alltagsleben. Das ist aber nicht normal, denn das machen so viele. Aber man sieht, die Menschen werden nicht freundlicher, fröhlicher, gesünder. Das ist einfach so. Da braucht es noch ein wenig bis dahin. Und so wählt man gerne, ist menschlich, den Weg des geringsten Widerstandes. Aber der ist nicht immer gut. Nun, man fängt bei Kindern an. Was muss bei Kindern sein? Die müssen gesund sein, die müssen in die Schule gehen. Damit sie nicht krank werden, werden sie geschlumpft gegen Masern, Windpocken, Röteln, dieses, jenes, welches. Und was ist das Problem? Die Kinder lernen nicht zu kämpfen. Eben fieberhafte Krankheiten, da muss man kämpfen. Bei Fieber ist das Immunsystem gefordert, radikal zu agieren, zu lernen, zu trainieren, so wie man in Boxverein geht und dann boxt und dann wird man auch aufgewärmt, aufgeheizt durch das Training eben und dann lernt man. Dann kriegt man halt mal eine rechte, eine linke, je nach Auslage, die schüttelt einen durch, dann guckt man erst mal, aber dann geht es wieder weiter und man kämpft und trainiert so. Ja. Ich habe 20 Jahre gekämpft, 20 Jahre, so gut ich auch war, immer mal was abgekriegt, das ist normal. So ist das Leben, dass man immer mal, so wie man sagt, eine Schelle bekommt. Aber dadurch lernt man ja. Wenn alles super läuft, alles friedlich läuft, wie will man trainieren? Wenn man nie eine Infektionskrankheit kriegt, wie will das Immunsystem trainieren? Wie soll das gehen? Es geht gar nicht. Und so weiß man ja auch, dass Kinder, die auf dem Land aufwachsen, die das nicht so streng sehen mit dem Kuhmist, den man an den Händen hat und dann vielleicht mal irgendwo in der Nase rumpopelt,
Die werden nicht krank, weil sie trainieren, weil sie ständig damit in Kontakt kommen, weil sie keine Angst vor ihnen davor haben. Und andere, man kennt es vielleicht, so hypochonderartig, die sich immer alles desinfizieren, alles clean wollen, die werden erst recht krank, weil sie gar nicht trainieren. Es ist wie, meldet mich jemand zum Boxkampf an und ich habe das noch nie gemacht. Wie will ich da gewinnen oder wie will ich da überleben überhaupt? Ja, man kann dann flüchten, aber bei Krankheiten kann man eben nicht flüchten. Ja, aber das machen viele trotzdem. Man nimmt dann Medikamente, man wird geschlumpft und dann denkt man, alles ist gut, aber der Körper ist schwach wie vorher. Und auch in der Esoterik-Szene denkt man Yoga und alles wird gut, alles ist toll, kann man vergessen, denn wenn alles toll und gut ist, lernt man nichts mehr. Ja, so ist das Leben. Und wie gesagt, bei Kindern geht es schon los, die nicht in Anführungszeichen trainiert werden, nicht in ein Boxstudio gehen, aber die mal in die Natur rausgehen und wenn sie dreckig sind, scheiß drauf. Die, wenn sie krank sind, nicht gleich eine Spritze bekommen, sondern sei halt mal krank, du darfst krank sein, es ist dein Gewinn. Oder Infektionen, Kinderkrankheiten. Der Körper trainiert, weil Kinderkrankheiten haben immer Fieber. Immer. Und so trainiert der Körper. Und wenn das Kind diese Erkrankung durch hat, dann ist es gestärkt, ganz anders drauf, von auch vom Bewusstsein, von seiner Mentalität und von seiner Ich-Kraft. Da ist viel mehr Stärke drin. Aber viele wollen das eben nicht. Dann ist Fieber, dann ist das Kind wirklich krank, dann hat es Husfieber, dann kann was passieren. Es kann immer was passieren, auch wenn man geschlumpft ist. Wenn man zum Arzt geht, es kann immer etwas passieren. Die Angst geht nicht weg. Das, was aber weggeht durch diese ganzen übertriebenen, zu vielen Maßnahmen, ist, dass der Mensch nicht mehr trainiert, nicht mehr seine Stärke entwickeln kann. Eben besonders bei Kindern geht es schon los. Natürlich kann man gegen die eine oder andere Krankheit schlumpfen, aber es wird übertrieben. Und einige Kinder können diese ganzen Schlumpfungen gar nicht verarbeiten, weil sie gar nicht kräftig genug sind. Und so weiter und so fort soll hier kein Video über die Schlumpfung werden. Beim Erwachsenen auch. Man hat Kopfschmerzen, statt dass man versucht, das zu lösen, die Ursache zu suchen, pfeift man sich eine Aspirin rein und dann ist es gut, wenn es nicht reicht, eine Ibuprofen oder so. Ja, aber das ist der Weg des geringsten Widerstandes, der, wo man ja schon weiß, nicht die Lösung bringt, sondern die Nebenwirkungen auf die Leber, auf die Niere und so weiter hat. Und dann hat man aufgrund der Leberproblematik wieder Kopfschmerzen, aufgrund der Nierenproblematik vielleicht Kopfschmerzen und so weiter. Und man wird nie stark, weil man immer nur flüchtet vor der Krankheit, vor dem Leben, vor Krisen, Sicherheit. Ach, wie mache ich dies? Wie mache ich das? Wie mache ich Yoga? Wie muss das genau gehen? Können Sie mir das zeigen? Ja, du atmest durch die Nase ein, atmest durch die Nase aus und gib dein Bestes. Ja, aber wie geht es? Wie muss ich das machen, dass ich nichts falsch mache? Und man kennt es vielleicht als Lehrer, Lehrerin, als Dozent, Dozentin und so weiter. Sie wird viel gefragt, ist nicht schlecht, aber es wird zu wenig probiert und übertrieben. Und bei anderen Dingen, die hinterfragt werden sollen, da macht man es nicht. Also auch hier wieder dieses Ungleichgewicht. Und wenn man nicht kämpft, nichts zu kämpfen hat, nicht im Sinne von jemanden hauen, schlagen, sondern einfach sich, man könnte sagen, widersetzen, sich auseinandersetzen, das ist Anstrengung, wenn man irgendetwas diskutiert, vielleicht in der Familie und man muss dann einen Konsens finden, das ist anstrengend, das ist mühsam und viele wollen das nicht und dann, ja, da gehe ich lieber oder du bist ein Idiot, weil du das von mir verlangst, und statt dass man sich damit auseinandersetzt und eben ja, trainiert, dadurch wächst, dadurch lernt, das ist Leben. Und eben gerade auch in Sachen Gesundheit, seelische Gesundheit,
haben viele nicht mehr die Widerstandskraft. Gibt es auch schon ein Video von mir über die Resilienz? Psychische, körperliche Resilienz, Widerstandskraft. Natürlich, weil man nicht ins Training geht. Wenn der Boxer nicht ins Training geht, kann er im Ring nicht bestehen. Es ist einfach so. Ich habe das auch mal probiert, zwangsläufig, hatte nicht mehr Zeit, die Woche 4 Stunden Training gehabt, das ist nichts in Profikämpfen. Ja, und dann hatte ich auch keine Chance gegen den anderen, weder psychisch noch körperlich noch sonst irgendwie. Ja, und dann wird man halt zu viel getroffen. Und im Leben ist es nämlich auch so, wenn man sich nie mit Dingen auseinandersetzt, wird man nicht stark, wird man nicht reifen. Kinder klettern irgendwo rauf, fallen runter, dadurch wachsen sie, dadurch lernen sie. Fahren Fahrrad, fallen hin, dadurch lernen sie. Wenn ein Kind nie hinfallen würde, wie will es lernen zu fallen? Fährt Skateboard. Natürlich hat man Angst, dass es hinfällt, dass es sich verletzt. Aber wenn gar nichts passiert, da ist irgendetwas nicht in Ordnung, oder? Wir waren alle Kinder, wir sind alle hingefallen, wir sind vom Fahrrad gefallen, wir haben Schürfwunden gehabt, vielleicht auch einen Bruch, weiß nicht. Die Kampfkünstler wissen das, wenn sie trainieren, haben sie immer irgendwelche Schmerzen, blaue Flecken, Verrenkungen, je nachdem, was man da macht. Oder Ringer, die haben da Blumenkohlohren und so weiter. Das ist normal. Nur wenn der Ringer sagt, keine Blumenkohlohren und keine Verrenkungen, das will ich nicht, dann wird es kein Ringer werden. Definitiv nicht. Und der Mensch ist nun mal in diesem Universum, muss sich mit den Kräften des Universums auseinandersetzen, mit seinen eigenen Krisen, mit seinem Karma und allem Möglichen. Das ist wie ein Kampf. Und wer nicht trainiert, kann nicht stark werden. Wenn der Baum keine Notwendigkeit hat, sich zu verwurzeln oder nicht zu tiefe Wurzeln braucht, kommt ja kein Wind, ist immer Windstille. Ja, und dann kommt plötzlich ein Orkan, dann wird er umfallen. Und der ständige Wind, wenn immer mal was kommt, dann wieder nicht, dann kann er wachsen. Dann lernt er, da brauche ich dies, da brauche ich das. In meinem Leben kommt dies und das auf mich zu. Und dann verwurzelt er sich. Oder im Sport ist es genauso, wenn ich dem Muskel keinen Reiz gebe, zu unterschwellig trainiere, wird es nichts. Trainiert man nicht, wenn man zu viel Reiz gibt, wird es auch nichts. Und eben diese Balance. Noch in Sachen Gesundheit ist die Balance wichtig, dass man sich vor Krankheiten schon schützt, aber nicht Angst hat, oh, wenn ich rausgehe, dann könnte ich mich infizieren. Oder wenn ich rausgehe, ja, dann fliegen die Pollen und dann werde ich wieder krank und dann bleibe ich lieber daheim, schmeiße mir Medikamente rein. Ja, oder man könnte sagen, ja, ich probiere es mal, wenn es nicht geht, gibt es Therapeuten, die das behandeln können. Ja, ohne immer gleich eine Pille einzuschmeißen. Ja. Und so ist das Leben. Und wie gesagt, bei Kindern ist es ganz extrem. Die brauchen zum Beispiel diese Krisen in Form von Krankheiten, in Form von Kinderkrankheiten, dass sie trainieren. Sie brauchen auch die Widerstandskraft der Eltern. Ich will das nicht essen. Guck mal, dann gibt es halt nichts. Ja, und so gibt es eben Auseinandersetzungen, Beziehungen im Alltag mit dem Chef. Und wenn man sich dem nicht stellt, dann kann man nicht wachsen. Wenn man immer nur sagt dem Chef, ja, ich bleibe länger, kein Problem, alles super, die Ja-Sager zum Beispiel, die Nicht-Nein-Sager. Und ja, der leidet, ist der Mensch selber, weil er eben keine Widerstandskraft hat, weil er sich nicht auseinandersetzen kann. Und wenn er dem Chef nicht mal widerspricht, kann man nicht wissen, wie der Chef reagiert. Dann hat man nichts gelernt. Und so ist das Leben eben eine ständige Auseinandersetzung. Im Körper gibt es allein schon die Widerstände oder die Darmbakterien zum Beispiel, die eigentlich Schaden anrichten können, aber sie bekommen was von uns und wir geben ihnen was und wir nehmen dafür was von denen und dann ist das Leben und man lernt und man macht und man probiert.
Und darum geht es im Leben, sich eben mit den Themen mal auseinandersetzen, mal hinzustehen, einzustehen für diese Dinge. Ja, oder auch Kinder in der Schule, wenn sie dem Lehrer mal widersprechen, warum nicht? Kinder haben eine eigene Meinung, eine andere Meinung, und dadurch wachsen sie, dann kriegen sie halt eine Strafe und dann, ja, der eine macht dann trotzdem nicht mit und der andere macht mit. Aber das ist eben Leben. Probieren, üben, wachsen und besonders wächst man eben durch härtere Zeiten, sage ich mal. Wenn sie natürlich zu hart sind, die Zeiten, können manche kaputt gehen, aber wir brauchen eben diese Auseinandersetzung, das nennt man Reiz. Wenn der Muskel, wie gesagt, der Sportler weiß das, keinen Reiz bekommt, wächst er nicht. Und im Leben genauso, man braucht immer Reize und manchmal Reize, die einen ärgern. Und dann schaut man wieder, was geht, was macht man. Ein super friedliches Leben wird es nie geben, kann man vergessen. Es ist immer die Dualität und schlussendlich ist immer die Dualität, wie man darauf reagiert. Wie auch kommen Viren, Bakterien, Pollen, wie reagiert der Mensch drauf? Ist der gechillt? Naja, jetzt habe ich halt mal einen Schnupfen, okay. Komme ich mir zurecht, Immunsystem schafft das schon. Kann ich mal ein bisschen unterstützen, aber ich gehe trotzdem raus an die Luft und dann sollen halt die Neuen kommen, das kriegen wir schon hin. Das ist das Leben. Ständige Auseinandersetzung. Und wichtig ist halt immer, dass man keine Angst entwickelt aufgrund dieser Dinge. Wenn auch mal harte Zeiten kommen, dass man keine Angst entwickelt, sondern dass man immer an sich arbeitet, sich stärkt, sich Energie verschafft durch Nahrung, durch Übung, durch die Lebensweise und eben Standfestigkeit entwickelt und keine Angst hat vor Auseinandersetzungen, weder auf der Arbeit mit dem Chef, noch in Beziehungen, noch mit den Viren, Bakterien, tödlichen Krankheiten, sondern dass man immer schaut, was geht, achtsam Schritt für Schritt im Leben sich bewegt. Aber nicht aus mit Furcht oder Angst, sondern immer schaut, dass man gewappnet ist, dass man achtsam ist, dass man nicht in ein Wespennest da reinfasst, einfach so, naja, muss ja keine Angst haben, das eben nicht. Sondern wenn da Wespen sind, ich habe Angst oder Allergie, dann guckt man, wie weit kann ich da ran, aber eben keine Angst entwickeln. Ja, so klingelt mal das Telefon. Ich sage mal Tschüss. War sowieso fertig und bis zum nächsten Mal.